Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Technik-Let's Play. So wie im letzten Let's Play gesagt, habe ich jetzt die Tanks aufgefüllt. Ich habe hier auch eine zweite Raffinerie reingebaut. Einfach gecraftet aus ein Zahnrad und dreimal Tank, glaube ich, war das. Also ein Diamantenzahnrad. Hat uns 4 Diamanten gekostet. Naja, was soll's. Aber mit einer Raffinerie ging das sehr langsam. Deswegen habe ich eine zweite eingebaut. Dann habe ich auch hier die Pipes ausgetauscht in Goldpipes, da noch einige übrig waren, weil ich hier neue gecraftet habe. Ja, was habe ich noch gemacht? Eigentlich sonst nicht wirklich etwas. Hier schauen. Nein, hier hat sich nichts verändert. Ah ja, was ich gemacht habe, dass jetzt immer beide Türen aufgehen. Egal auf welche Platte ich rauftrete, es gehen immer beide auf. Das habe ich ganz einfach so gemacht. Indem ich die hier einfach verbunden habe unterhalb. Hier sind die Trittplatten drauf und hier die Tür einfach verbunden. Und das habe ich auch beim anderen Gebäude so gemacht. Immer beide aufgehen. Finde ich besser. Hier habe ich auch eine Trittplatte eingebaut. Naja, eine helle. Naja, kann man nichts machen. So. Merken wir jetzt mal das Wasser. Hat die ID 6. Und die Maschine hier hat die ID 5. Und also Wasser. Was wir noch brauchen ist der Tank. Der ID 4. So, dass wir das merken. Also was machen wir jetzt? Wir machen noch die Steuerung fertig. Es fehlt uns ja nur noch, dass die Raffinerie automatisch arbeitet. Dann ist unser ganzes Modell hier selbstständig. Was muss hier gesteuert werden? Wir müssen das so steuern. Ist hier nicht voll, also wird hier nicht connected, sind die Tanks nicht voll. Aber genügend Wasser hier, schaltet die Raffinerie ein. Fehlt das Wasser, schaltet sie aus, oder ist der Tank voll, schaltet sie auch aus. Auch wenn genügend Wasser ist. Das müssen wir jetzt einstellen. Dafür brauchen wir ein Unglied. So, also ich dachte mir, ich mache auch dieses Unglied, hier mit den alten Redstone-Schaltungen. Also die aus Vanilla Minecraft. Ganz einfach, da ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe, wollte ich das mal so machen. Nicht mit die Red Power Schaltkreise. So, dann habe ich hier nochmal den Miner versetzt. Von dort hinten darüber. Einfach das Kabel hier oben drüber gezogen. Und der arbeitet. 18, hier können wir nachlegen. Ja. Hier war ein ziemlich hoher Wert, irgendwas bei 110 oder so etwas. Jede Energie, naja, der ist leer, da müssen wir wieder Zellen holen. Okay, das geht noch. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe unser Programm endlich vervollständigt und den Wassertank eingefügt. Da er die ID 6 hatte und weiß war. Hier zu sehen, die Pumpe ist aus. Öltank ist voll, Raffinerietank ist voll, Benzintank ist voll, Wassertank ist voll. Die Raffinerie ist natürlich ausgeschaltet, da ja alles voll ist. Beziehungsweise wir haben die Steuerung noch nicht und da schalte ich über diesen Hebel ein. Also Hebel ein, Raffineriebetrieb. Hebel aus, Raffinerie offline. So. Naja, wir gehen wieder nach unten. Und das Schwert raus, falls wieder ein böser Bube hier auf uns wartet. Hier habe ich schon mal eine Mauer hergesetzt. Und hier alles eins hintergesetzt, dass man nach hinten vorbeigehen kann. So, und wir machen uns hier ein Unglied. Wir müssen jetzt mal überlegen, was wollen wir? Wir haben jetzt zwei verschiedene Arten von Signale. Einmal, wenn der Wassertank voll ist, bekommen wir ein High-Signal.
Und wenn der Tank leer ist, bekommen wir ein Low-Signal, also ein ausgeschaltetes Signal. Das heißt, wir müssen ein von beiden Signalen konvertieren, damit wir beides mal ein High oder Low bekommen. So, wir brauchen zum Schluss ein High-Signal. Das heißt so. Das heißt an, das heißt beide müssen High sein, dass wir hinten. Ja, beide müssen los sein. Mal kurz überlegen. Ach, ich teste das jetzt mal kurz. Ich weiß gerade nicht. Das ging's. Ach, nicht schnell. So. So ging das. Ich habe das wohl einmal getestet, aber gerade jetzt weiß ich nicht mehr, wie es ging. So, hier haben wir die Eingänge. Das wäre der Ausgang. Genau, wir brauchen dann zweimal High. Dann schaltet er ein. Das heißt, wir müssen das Low-Signal von unserem Tank konvertieren. So, hier brauchen wir, ich glaube, die habe ich da drin. Receiver zweimal und einen Transmitter. So, wir fangen an mit, wie machen wir es hier, lassen wir eine frei zum Rübergehen. Und wenn wir das so stehen lassen, will das passen. Dann machen wir hier einmal so. Hier kommt die ID vom Wasser, das war 6. Der schaltet High. Ach nee, das war ja falsch jetzt. Also man kommt. So. Ja, das muss ich mal testen. Wenn das an ist, wäre der an. Und hier mal weg. Und den hier ist der aus. Sogar an. Okay, das geht auch. So wäre es sogar noch sinnvoller. Den brauchen wir nicht mehr. Das ist ein typisches Unglied. Ist dieses Signal an und dieses Signal an, ist auch dieses an. Ist ein von beiden aus, ist auch dieses aus. Also ein Endglied. Und so, hier haben wir Wasser. Und bei unserem Tank habe ich ein Low-Signal. Das heißt, wir müssen das einmal invertieren. Das heißt, hier kommt ein Block. So, der weg. Hier eine Redstone-Fackel. Haben wir eine noch? Ja, haben wir. So. Das klappt so nicht. Das muss alles nach hinten. Hier hin. Okay, das wird etwas größer werden hier. So. So, und dann muss hier das so kommen, genau. Und hier brauchen wir einen Receiver wieder. Mit der ID vom Tank, das war die 4. Genau. Also das ist das Wasser. Das ist ja voll. Also wenn das Wasser voll ist der ist ja voll, also Signal, und der leer, dann müsste der an sein. Gut, die 100. Falsch. Sehen? Jetzt ist der an. Der zeigt, nein, da brauchen, das hat schon so gestimmt hier. Ist weg. Hier die Fackel. Hier den Receiver. So, nochmal. Mann, das ist ganz so einfach. Das Wasser muss hier sein. Und der Tank muss leer sein. Dann schaltet er die Raffinerie ein. Wird der Tank wieder voll, schaltet er die Raffinerie aus. Die Raffinerie hat die ID 5. So, das müsste jetzt passen.
Ja, so passt das. Ist ein wenig eine große Schaltung, aber ich will das auf eine alte Art und Weise mal machen. Ich möchte das nicht immer mit diesen neuen Sachen machen. Auch mal mit den alten wieder arbeiten. Technik ist Technik, egal wie man es macht. Funktionieren muss es schlussendlich. So, jetzt gehen wir das mal testen. Ob unsere Anlage automatisch startet. Wir haben ja irgendwo Tanks gehabt. Oder habe ich die schon verbraucht? Nein, hier. Gehen wir wieder schlafen. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Also hier, Staatsbericht. Die Bombe ist aus und alles voll. Raffinerie offline. Wenn wir aber jetzt schauen, ob keine Viecher hier sind. Ja, nochmal Glück gehabt. Wo kam der denn her? Dort oben? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt aber einen Tank hier tun, müsste sich das hier leeren. Und die Raffinerie springt an. Genau so wollte ich das haben. Jawohl. So wollte ich das haben. Spitze. Das fühlt sich gleich. Und die arbeitet jetzt so lang, bis der wieder voll ist. Sollte der wieder ein Signal senden. Was haben wir jetzt? Zwei. So. Zwei. Vier. Ach ja, so müssen wir ändern. Hier. Vier. Hört er wieder auf. Das heißt, wenn er dann voll wäre, würde der aufhören. So, hier haben wir zwei. Jetzt müsste er wieder beginnen, oder? Ja, eigentlich schon, aber da ja die Combustion-Engines nicht sofort wieder anspringen, sondern zuerst wieder abkühlen komplett und dann erst anspringen, ist das blöd. Aber man sieht es an dem 5, müsste jetzt normal laufen. Das ist blöd, deswegen müssen wir die bald austauschen hier. So. Wir warten mal, bis die wieder laufen dann. Da können wir mal testen, was passiert, wenn da mal kein Wasser hier wäre. So, jetzt laufen sie wieder. Jetzt simulieren wir hier mal einen Wasserverlust. Mit ID. Na, 7. Und das hört auf. ID 6. Und da schaltet wieder ein. Natürlich, die brauchen wieder 10er Zeit. Das funktioniert jetzt alles. Das heißt, unsere Anlage ist jetzt komplett selbstständig. Und überwacht sich auch selbstständig, indem sie immer auf andere Status. Da sie immer andere Status abfragt. Sprich, ist Wasser hier, dann mach ich das. Ist kein Wasser hier, dann mach ich es nicht. Man müsste hier auch noch die Energie abfragen, aber normal müsste das komplett reichen. Es reicht normal auch eine Solarzelle. Ich werde dann eine zweite dran bauen. Vielleicht. Denn hier wird ja auch noch das gleiche nochmal gebaut und die wird aber mit einer extra Bedbox angesteuert. So, das brauchen wir hier auch nicht mehr. Die ganze manuelle Einschaltung. Das lassen wir mal hier. Brauchen wir hier noch etwas? Nein, Tanks brauchen wir auch nicht da unten. Genau, die arbeitet jetzt so lang, bis der Tank wieder voll ist. Beziehungsweise der Tank ist ja gleich voll, aber es muss auch, der Tank ist gleich voll, aber es muss auch diese Leitung gefüllt werden, bis hierhin, dass der hier ein Signal sendet. Also wir können das jetzt beruhigt laufen lassen, da kann nichts mehr in die Luft fliegen, gar nichts. Mit unserem Überwachungsprogramm können wir das alles überwachen. Von hier oben aus sehen wir, Pumpe ist aus. Der Öltank wäre voll, die Raffinerie hat genug
Öl, der Benzintank wird befüllt, der Wassertank ist voll und die Raffinerie ist in Betrieb. Klar muss die in Betrieb sein, sonst dann würde der nicht befüllt werden. Wobei man hier eigentlich noch eine Verknüpfung machen müsste. Es könnte ja sein, dass die Raffinerie nicht in Betrieb ist. Dann wird er auch nicht gefüllt. Aber naja, das ist relativ hier. So weit ins Detail wollte ich nicht gehen. Gut, was können wir noch machen? Hier mal schauen. Einmal ein petrochemischer Generator. Dass wir mal unsere Miner mobilisieren können. Man, ich weiß ja, wo wieder gegangen ist. Ein Generator, Tweetwap, Gummi. Ja, ach, okay. Die Bette. Für was war die noch gleich? Ach ja, da kommt ja mal aus dem Petro das restliche Benzin rausholen in einen Eimer. Genau. So, irgendwie war das. So, wir brauchen einen Generator, das heißt Batterie. Wir machen zwei. Da stellen wir uns einen hinten hin, dass die MFE auch immer geladen wird. So, zwei Stück. Dann brauchen wir refinet Eisen. Das Kabel haben wir. Und Ofen. Haben wir dabei. Ach, Ofen haben wir ja schon. So, eins, zwei. Runter. So, das war's. So. Zweimal und zweimal Ofen. Zweimal Generatoren. Dann brauchen wir Tweetwap. So, da brauchen wir einmal. Das wäre dann ein, zwei. Und Tanks haben wir auch zu wenig. Das heißt, wir brauchen Glas. Hier. Dann können wir gleich mal Glas nachfüllen. Ah, hier war noch Eisen. Glas. Hier das Eisen rein. So, dann brauchen wir noch. Hier haben wir drei. Brauchen noch einen Tank. So. Und Gummi fehlt uns auch noch einmal. So, war jetzt. Okay. Dann mal hier und hier. Dann hier und hier. Ach Gott. Hier und hier. Wir gleich zweimal machen. Und die hier ist einmal. Hier wieder Tweetwap rein. Die Tanks. Und zweimal. Die bringen meines Wissens nach, ich glaube, 20 oder 25 EU. So, wie machen wir das jetzt? Ich will das so handhaben, dass der nicht permanent läuft. Da wir die Sonnenenergie auch nutzen sollten. Ich würde sagen, wir gehen dafür her, machen hier zwei Kabel und stellen hier ran. Wieso mache ich das jetzt? Kabel haben einen Widerstand. Wenn ich ihn hier unten zu dem Geothermalgenerator dran mache, lädt er immer auf, auch tagsüber, wo die Solar eigentlich laden könnte oder mitladen könnte. Ja, zuerst er, da er näher an der MFE ist. Wenn ich ihn hier herstelle, ist er weiter weg. Das heißt, die Solarzellen sind näher und laden zuerst. Wenn zum Beispiel in unserem Fall jetzt 3 EU wegfließen würden, würden die Solarzellen das nachladen und nicht der Petrochemikalgenerator. Wenn er unten wäre, würde er zuerst nachladen. Da der Weg hier runter mehr Widerstand hat als wie dieser Weg. Ist ein wenig kompliziert, aber
Ist leider so. Je länger die Leitung, desto mehr der Widerstand. Es wird sowieso Zeit, dass wir da hier mal was machen, denn die Energie wird schon langsam alle. So. Bitte. Ich hatte da noch welche. Hier sind sie. Jetzt müssen wir mal unten welche anschließen. Wieso macht er nichts? Okay, deswegen. Naja. Problem ist immer, er wird connecten, nicht connecten, connecten, nicht connecten. Stellen wir mal hier hin. Und sagen hier... Wenn... Ziehen. Okay, da schreiben wir groß. Dann wissen wir das sofort. Hier, add. Set. Connected 2. So haben wir. Ganz schlecht hier. Verstehe ich das nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Wasser hat die ID 0. Dann bekommt... Hier machen wir mal mit der ID 0 hat ja Wasser. ID 1 machen wir wenn ziehen. Set. Okay. Hat Wasser. Oder? Kommt man hier hinten ran? 0 Wasser. Gut, tun wir mal falsch. Ja, okay. Du. Jetzt verstehe ich das System. Ist das so? Man kann hier die ID festsetzen und eine Beschreibung dazu schreiben, was das ist. Ich habe gedacht, es funktioniert auch so, wenn man nur Benzin reinschreibt. Ohne hier die ID festzulegen. Man muss aber die ID festlegen und kann hier nur beschreiben, was es ist. Gut, es wird Nacht. So. Und ja. Wir beenden hier die Folge. Ich gehe schlafen. In der nächsten Folge bauen wir die Stromanlage auf, also die Petrochemikgenerator. Wir schauen nach unseren Miner, bauen den gegebenenfalls ab, versetzen ihn mal irgendwo anders hin, beziehungsweise wir könnten dann mal schauen, ob wir den mobilen Autominer ist der? Macht mich nicht schwach. So, hier ist er nicht. Habe ich den versehentlich weggetan? Nein. Kann ja nicht sein.
Aber Rocket Science ist doch da, oder? Bin ich jetzt... Was ist jetzt los? Wo ist er? Wir hatten doch Rocket Science installiert. Nein. Auch nicht. Nicht? Hä? Na gut, ich werde mal das durchchecken und schauen, was da das Problem ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!